1933, Karlsruhe unterm Hakenkreuz. 2015, brauchen wir ein NPD-Verbot? Die Lehren aus 12 Jahren Nationalsozialismus. Hast du eine Ahnung oder könntest du dir vorstellen, was Karlsruhe für eine Rolle gespielt hat in der Zeit des Nationalsozialismus? Leider nicht so wirklich, nein. Als Hauptstadt Badens wird es wahrscheinlich schon in die Richtung, wird es wahrscheinlich schon so gewesen sein, dass man die bekannten Strukturen genutzt hat. Wir befinden uns hier ja in der Ritterstraße und stehen vor einem Gebäude. Wissen Sie, was sich in dem Gebäude befand zur Zeit des Nationalsozialismus? Da bin ich überfragt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es war Sitz der NSDAP in Karlsruhe und zeitweise war hier auch die Gestapo drin und wurden hier auch Verhöre, es fanden auch Verhöre statt. Ach ja. Kennen Sie Widerstandskämpfer, die in Karlsruhe gewohnt haben oder gelebt haben? Das weiß ich nicht, nein. Nein, nicht bewusst. Nee. Haben Sie vielleicht vom Kämmerer schon mal was gehört, der in Durlach gewohnt hat, der Rechtsanwalt? Kämmerer? Zu 300 Jahren Stadtgeschichte gehört auch die Zeit des Nationalsozialismus. Ein Stadtrundgang durch Karlsruhe verrät zahlreiche Spuren des Dritten Reiches. Der Schlossplatz war Zeuge von nationalsozialistischen Kundgebungen und Bücherverbrennungen. Fackelzüge zogen durch die Kaiserstraße. Zur Zeit des Nationalsozialismus war Karlsruhe die Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Reichsgau-Baden-Elsass. Über 1300 Juden wurden in die Vernichtungslager Gurs, Theresienstadt oder Dachau gebracht. Die Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert. Neben der verbrecherischen Herrschaft gab es aber auch einen Funken Vernunft und viel Mut. Der Jurist Gerhard Kämmerer und seine Familie versteckten Karlsruher Juden und versorgten diese bis zum Ende des Krieges. Zu Beginn des Krieges sagte er zu seinen Töchtern: Ihr müsst wissen, dass ihr in der Schule angelogen werdet. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Von nun an dürft ihr keine Einladungen annehmen, keine Freundinnen, keine Tagebücher haben. Selbstverständlich keine Einladungen geben. Und was hier im Haus gesprochen wird, darf nie und nimmer draußen erzählt werden. Sonst werden wir alle umgebracht. Was lernen wir aus dem Nationalsozialismus? Sollten wir heute die relativ schwache und kleine NPD verbieten? Halte ich für unsinnig, weil wenn man sowas verbietet, wird das sicherlich im Untergrund viel, viel gravierender sich fortsetzen und auch viel unkontrollierbarer sein. Eigentlich kurz gemacht, ja, weil man weiß genau, das ist wirklich also ganz rechts. Gell. Also es gehört schon verboten, ja. Auch die Politiker können das nicht verhindern, weil die natürlich nicht in die Köpfe reingucken können. Es wäre natürlich ein Zeichen von der Politik und dass man, wenn man dahinter stehen würde und es verbieten würde, wäre das ein Zeichen nach außen hin. Von daher kann man schon sagen, dass es vielleicht sinnvoll ist. Mir wird zwar schlecht beim Gedanke daran, dass Steuergelder dann in die Richtung fließen, aber es gibt keine Verbote, die es uns abnehmen zu diskutieren und auch dumme Menschen unter Umständen mal tot zu argumentieren. Über die Karlsruher Vergangenheit unterm Hakenkreuz und die aktuelle Lage hinsichtlich des NPD-Verbots diskutieren der Innenminister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, die Expertin für Rechtsextremismus, Ellen Esen, und der Verleger und ehemalige Geschäftsführer des Fördervereins Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte, Dr. Christoph Müller-Wirth. Stefan Nürsch, Mitautor der Biografie über Gerhard Kämmerer und ehemaliger Schüler am Markgrafengymnasium Karlsruhe-Durlach, wird ein Impulsreferat halten. Die Moderation übernimmt Dr. Klaus Gassner, Leiter der BNN-Gesamtredaktion, zusammen mit der Karlsruher Korrespondentin der Frankfurter Rundschau, Dr. Ursula Knapp. Diskutieren Sie auch mit.